Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Dark Souls Remastered, All Bosses, Invasionsrun. Weiter geht's. Ich bin gerade hier im Waffenmenü und habe mir gedacht, ich würde gern irgendwas, was mit Attributsboni ist, spielen. Jetzt aktuell bleibe ich, glaube ich, mal noch bei dem Speer. Bis ich beim Schmied bin. Und beim Schmied schaue ich mal, der Morgenstern, wie sich der leveln lässt. Und spiel dann vielleicht den Morgenstern. Bevor es jetzt aber weitergeht, Aushöhlung umkehren und einmal wieder menschlich werden, damit die Leute auch zu mir reinkommen können. Anor Londo. Habe ich irgendeinen coolen Zauber? Zu wenig Zauberei-Slots. Ah, okay. Ja, komm, wir reden einmal mit dir. Muss ich nochmal mit dir reden? Nee, ne? You really are fond of chatting with me, aren't you? If I did. Oh no. You really are. If I did. Oh no. Okay. So. Was ist das hier? Drachenüberreste. What the fuck? Hä? Jetzt ist es weg. Ruki Bazuki. So, Ruki Bazuki. Nein, er hat's geschafft. Ah. Nein, jetzt stand er hinter mir. Der Bazi. Oh, sehr fair, der Kollege. Nee, wie, warum, wie kommt er denn hinter mich? Ist schon wieder? Lol. Oh. Nice. Ah, der Netcode ist halt wirklich gar nichts hierfür. Ich merk's, wenn er dann plötzlich hinter mir ist, obwohl ich hinter ihm stehe, ungeschickt. Nun. Ah, jetzt wird's langsam eng mit der Menschlichkeit. Invader Hotspot, Pat, echt? Ist das so? Nicht mal nach Kontinenten verteilt, okay. Shit. Ah, gegen die ist einfach parieren ist einfach mega gut. Bist du? Nee, du bist eine echte Kiste.
Okay, also wie war die Nummer jetzt hier noch? Hier kann ich nur von der anderen Seite aufmachen, naja. Hier war der Dicke drin. Ich muss erst nach oben. Hier kann man. Oh, das kann man cutten, ne? Konnte man das nicht cutten? Ah, weiß ich nicht. So, hier steht auch wieder so ein. Ordentlich invaded worden? Ja, immer wieder mal, Julius, immer wieder mal. So, du bist keine echte Kiste. Aua. Hey. Jawohl. Eine Goldmünze. Schmutz. Du bist auch keine echte Kiste. Nein! Scheiße! Ah, Mist! Ah. Oh, ich habe gedrückt, aber ich war, glaube ich, noch in der Animation fürs. Fürs Schlagen drin. Ja, Julius, wir haben den Tassilo-Slayer, der immer wieder auftaucht. Und vorhin hatten wir, wie hieß er denn? Rucki Zucki irgendwas. Rucki Bazucki hieß er, glaube ich. Kommt der Ritter jetzt hier echt bis nach oben? Na, tatsächlich. Hoppla. Macht die Kiste einen Kreis, ist sie nice. Okay, das finde ich gut. Das kann ich mir merken, glaube ich. Oh, gut, sie wollte gerade schon wieder greifen.
Was hast du für mich? Eine Silbermünze. Ech, ist alles eher Crap. Ah, was war jetzt in diesen Räumen drin? Hallo? Sehr gut. So, hier bin ich jetzt. Hier ist irgendwas Questzeug. Das brauche ich eigentlich jetzt in diesem Durchlauf nicht machen. So, jetzt komme ich von hier auf die andere Ebene, genau. Ah, wie machen wir beide das jetzt? Machen wir das hier oben? Ich glaube ja. Komm mal hierher, bitte. Läuft. So. Ach, Mist. Ey. Na bitte. Passt. Zwei nice Kisten. Läuft. Ah ja, da kriege ich das Silberritterzeug. Sehr schön. Gut, einmal die Flakons auffüllen. Und dann ab zum Schmied, glaube ich. Und dann, glaube ich, rennen wir direkt zum Schmied. Oh. Okay. Na. So, auf zum Schmied. Moment. Hier geradeaus? Nee. Da lang. Ach. Saftsack. Konnte ich hier, konnte ich oben lang, ja. Genau.
War hier draußen irgendwas? Da war ein Bogen, glaube ich. Den konnte man finden. Aber Bogen bringt mir jetzt nicht so viel. Erstmal aus Versehen fast von der Treppe springen. Waffen verstärken. So, also lass mal sehen. Ich probiere das mit dem Morgenstern. Ich probiere das mit dem. Ich habe halt nicht mehr genug kleine Scherben, aber... Der macht jetzt, ah, der macht halt nicht so viel, ne? Aber das ist halt mit der Blutung. Die Blutung ist es halt in dem Fall, die hier was ausmacht. Hast du dich hier mal umgesehen? Stimmt, da unten war was. Du hast recht. Ich hab's vergessen. Aber kleine Scherben kann ich auch kaufen. Kann ich bei dem auch kleine Scherben kaufen? Komme ich denn an die Kiste noch mal ran? Falkenring. Was macht der? Bogenreichweite, okay. Gegenstand kaufen. Kleine Scherbe. Ich weiß nicht, wie viele ich brauche. Ich nehme jetzt mal 6 mit. Waffe verstärken. So, okay, jetzt ist die Keule maxed out. Grauer Brocken. Oh, den Blitzspeer kann ich hier auch verstärken. Aber der Blitzspeer, der bringt mir halt wahrscheinlich gegen Ornstein und Smaug nicht so viel. Was bringt mir was gegen Ornstein und Smaug? Wahrscheinlich das Schlachtermesser. Oder eben die Keule jetzt. Ich glaube, ich bleib bei der Keule. Aber den Blitzspeer, der ist schon geil. Komm. Für den ein oder anderen Gegner leveln wir den mal ein bisschen. Ja, plus 6 bei André dann. Das passt. Lol, da ist gerade der. Da ist gerade der Ritter noch gelaufen. Versuche ich es jetzt mit 4 Tränken? Ja, komm. Ich probiere einmal. Scheiße. Wenn du Ornstein zuletzt tötest, kannst du aus dem Blitzspeer seine Waffe machen. Ehrlich? Oh, da ist er schon. Verdammt. Wartet kurz, Jungs. Uff, okay, der... Das Ding macht ihm halt kaum Schaden, ne? Ah, der, aber das Blutungsding ist nicht ohne. Ich habe noch nie Ornstein zuletzt getötet.
Alter Schwede. Lasst mich mal kurz. Ich habe keine Flakons mehr, das wird jetzt eh nix. Nee, ach. Technisch gesehen ist Ornstein als zweites Machen ein Boss, der dir in seiner Form noch fehlt. Das ist absolut korrekt. Ich habe die Waffe gerade einhändig gehalten. Das war vielleicht auch ein bisschen sinnbefreit. Aber ich würde mal einfach aus Interesse, glaube ich, das Schwert hier nehmen. Nur mal zum Schauen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ich jetzt hier nicht auf dem Weg menschlich werden muss. Ah ja, der Sepp sagt's gerade. Deine Lieblingswaffe in Dark Souls 1. Dann ich werde es mal probieren. Ich guck mir das an. Ach, ich habe gedrückt. Ich habe doch gedrückt. Na, ich werde auf jeden Fall auch 10 Flakons holen da an dem Leuchtfeuer. LOL. Nee, ich hab schon mitgekriegt, dass du kommst. Ah, fuck. Okay, der Schaden ist schon besser. Aber wenn... Das ist so mies. Ich hasse das, dass die zu zweit auf einen einprügeln. Okay. Vor allem, dass er durch seinen Kumpel durchstechen kann, ist halt auch so eine Assi-Nummer. Es ist... Oh, ich hab gedrückt. Och, komm. Das Timing, ey. Ah! Ah, Mist. Wieder falsches Timing. Der Ornstein dasht durch die Arena. Ja, also was ich halt gar nicht ausstehen kann. Ich werde jetzt trotzdem eine Doppelmenschlichkeit benutzen, um das Leuchtfeuer einmal zu entfachen. Ah, Sepp, ja. Und wie sieht's eigentlich mit meiner Rüstung aus? Weil ich ja mittlerweile ein bisschen mehr Kondition habe. Naja, die ist nix. Und ohne das Schild... Ohne den Schild will ich eigentlich nichts nicht benutzen. Das ist zu schwer. Vielleicht die Handschuhe schon mal. Ah, ist auch schon zu schwer, ne? Aber mit der Keule könnte ich die Handschuhe, die Silberritterstulpen nehmen.
Aber die machen nicht so viel Blitz. Ah doch, die macht schon gut Blitzabwehr. Ja, das ist jetzt die Frage. Lohnt sich das? Die haben auch gute Blitzabwehr eigentlich. Ah, ich bleibe jetzt mal. Ich versuche es noch zwei, dreimal so. Ach komm, im Sprung. Aber ich habe ja jetzt 10 Flakons. Finstergeist ist AOP. Kalamit. Ah ja, das ist der einzige Gegner, den ich in Dark Souls 1 noch gar nicht benutzt habe. Da war eine riesige, fette Nachricht. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich jetzt hier vielleicht eventuell kurz ein bisschen abgelenkt war. Ach Leute, das ist hier schon wieder eine wilde Nummer. Ah, ach, visier doch die Gegner an. Es ist, ach, es ist so rigged, ne? Dieses Anvisieren. Und jetzt visiert dann wieder nicht mehr an. Oh, ich krieg noch. Krieg die Krise, ne? Oh, dass er da von der Seite mich treffen kann, das war mies jetzt. Ja, wie wär's, wenn ihr mich hier ra... In die Ecke gedrückt. In die Ecke gedrückt worden. Die Schnauze, ey. Ja, im... Man drückt hier Rollen und er springt. Nicht anvisieren jetzt. Okay, ich versuch's ohne anvisieren, glaube ich. Scheiße, natürlich kommt er angecharged. Wo ist er? Dahinter. Okay.
Ach, come on! Ach, du blöde Ratte! Wie sehr ich es hasse, wenn er das tut, ey. Und jedes Mal, ne? Er kann mich jedes Mal durch seinen Kumpel hinweg killen. Oh, meine Fresse. Hau ab. Hä? Keinen Schaden gekriegt auf ihn? Okay. Seltsam. Ich will nicht... Also, Orni. Orni, Orni, Orni. Könnten Sie bitte hinter Ihrem Kumpel wegkommen? Scheiße. Ey, das... Ach, das ist auch so kacke hier. Nee, da ist schon wieder... Wenn ich jetzt Smoke hau, dann haut mich schon wieder Orni. Was machen wir hier jetzt? Ich wollte gerade rollen. Nicht in die Ecke drücken jetzt bitte, Leute. Nicht wieder in die Ecke drücken. Das ist uncool. Da bist du. Ja, klar. Der Brutzler. Okay, ich habe wieder nur einen Schaden, einen Hit gekriegt, obwohl ich dreimal zugehauen habe. Mindestens zweitens sein müssen. Warum? Verstehe ich nicht. Weiß nicht, was ich da nicht getroffen habe von ihm. Nee! Ach, meine Fresse. Jungs! Nee! Ach, Mann! Ich hab vergessen, wie kacke dieser Kampf ist, ey. Oh, Mann, ey. Wieso war ich denn bei meinem letzten Versuch, den ich gemacht habe hier, war das hier so easy? Kann halt auch nicht mehr saufen jetzt, ne? Ey, wie soll ich diesem Ding ausweichen? Ah, gerade Rollen gedrückt. Nein! Oh Gott. Okay. Aber ich krieg halt leider keine Heilung zurück. Ja, ich glaube, er hat mich gerade gekillt. Ich glaube, er hat mich gerade gekillt.
Den schweren Angriff. Stimmt. Ich glaube, ich bin schon tot. Ich habe noch das Geräusch gehört. Oder war das der Kill von Smaug? Weiß ich nicht. Die Szene habe ich noch nie gesehen. Er wird halt riesengroß, hey. Geil. Ah, ich lebe noch. Ja, guck mal. So, was kannst du jetzt in der Form Besonderes? Aha. Okay. Wenn er das macht... Okay, den kann er jetzt. Lavastrom-Dämon Cheese kenne ich nicht. Weiß ich nicht. Und stimmt, ich habe ja den schweren Angriff-Pad voll vergessen. Diesmal hat mich keiner von denen getroffen, das war gut. Das war wichtig und sehr gut, dass ich ihn jetzt am Anfang schon so gut getroffen habe. Ach fuck, ich hab's gerade gesehen. Ach, er zubbelt sich an seinem Kumpel vorbei. Ist jetzt was? Oh, ey, sag mal, nee. Nicht so cool. Er zubbelt sich schon wieder durch die Arena. Ach komm, ey, du warst doch gerade in die andere Richtung gezubbelt. Ey, wo? Ey, sag mal. Ach, ich hasse ihn so sehr. Den Lava Cheese, den Lava... Ah, Mann! Dieser Charge von ihm ist einfach auch so ein Schmutz, ne? Seit wann können die das? Seit wann macht der so einen Haken mit seinem Ansturm? Das war doch bisher nicht so. Oder habe ich das einfach nicht im Kopf, dass das so war? Das gibt's doch gar nicht, dass der so eine Kurve schlägt. Habe ich das echt vergessen? Ach fuck, zu früh auf ihn zugelaufen.
Shit. Einzeln wären die halt so lächerlich, ne? Nein, er trifft mich nochmal, weil er hinter mir herrennt. Nee. Oh, fuck. Okay, das geht. Im Sprung. Wenig Schaden der kriegt. Ja, klar. Wann muss ich hier rollen? Shit. Immer ein bisschen früher rollen, als ich denke, außer bei dem Stampfer von oben, glaube ich. Von oben der Stampfer, da muss ich eigentlich wegrennen, glaube ich. Ich glaube, kann man den ganz dodgen? Also ich will mal was ausprobieren. Wie viel dieser Rüstung kann ich anziehen? Wenn ich die Keule in der Hand habe. Ich müsste es halt irgendwie ausrechnen, aber... nee, Quatsch, dahin will ich... 25 Prozent? 25? Let's go full Havel. Feuerbuff für meine Waffe? Nee, ich glaube nicht. Die hat Blutung jetzt. Also Astorias und wer ist der andere Kumpel da unten? Der, dieses große Wesen.
Die kann man komplett weghaveln, ey. Ich hätte gedacht, ich schlag schneller zu, wenn ich den beidhändig hab. Aber nee, anscheinend nicht. Kann ich, aber ich mache ein bisschen mehr Schaden, ne, wenn ich das Ding beidhändig habe. Come on. Ach, come on. Ihr zwei seid echt so Bastarde, ey. Ja, genau. Ah, diesmal hat's geklappt, aus welchen Gründen auch immer. Ja, da werde ich besser von seinem leichten Ding getroffen als vom schweren, ne? Okay. 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 Mit dem Schaden heilst du die fast. Ich will ja eigentlich... Eigentlich würde ich gerne Mehrfachtreffer landen, damit der Blutungsschaden prockt, aber ich kann ja nicht, weil ich zuhau wie der letzte Depp mit der Waffe. Aus welchen Gründen auch immer. Brauche einfach 100 Jahre mit dem Ding zuzuhauen. Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn das? Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Warum haut der zu, als könnte ich die Waffe nicht benutzen? Hä? Habe ich die Stats nicht? Doch. Der Schlag mit diesem Morgenstern dauert ewig. Der ist nix. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass der Schlag mit dem Morgenstern so lange dauert. Sind die denn immun oder haben die denn einen Widerstand gegen Blitz, die zwei? Das weiß ich gar nicht. Der Morgenstern ist ja voll kacke. In der zweiten Phase. Ach, Mist. 25,1. Aber es geht noch. Also passt das noch. Dann in der zweiten Phase vielleicht schnell die Waffe wechseln. Ich probiere jetzt mal den Blitzspeer einfach mal aus. Mal gucken. Dieser Sprung, den man noch macht, dass ich nicht einfach eine Rolle machen kann. Okay. Das ist anderer Schaden. Zumindest in der ersten Phase. Verdammte Axt! Ich hasse das.
Bleib gefälligst hier, Mann! Das war jetzt gut. Jetzt schauen wir mal, wie viel Schaden ich ihm mache. Wenn ich ihn treffe. Komplett für'n Arsch. Komplett für'n Arsch. Nein, der schlägt da zweimal. Also, Ornstein ist mit dem Blitzding gar nichts zu holen. Wie stellen wir das jetzt an? Wie stellen wir das jetzt an? Jetzt habe ich unnötigerweise diese dämliche Keule hochgelevelt. Wie viel Rüstung müsste ich ausziehen, damit ich das tragen kann? Nur die Handschuhe. Na gut. Dann probieren wir es so aus. Waffe wechseln in der zweiten Phase. Ah, keine Ausdauer gehabt. Shit. Okay. Okay. Gut, das wird trotzdem ein langer Kampf werden. Nee. Ja, ich hatte schon wieder einen Magneten in meinem Hintern. Ich hatte schon wieder einen Magneten in meinem Hintern. Ah, okay, ich muss gar nicht so weit weg. Sehr gut. Ah, das geht. Ich glaube, das geht, klar. Nein, schon wieder. Der Magnet. Ah, den schweren Angriff probieren. Ja. Lol, der kann sich zoomen. Okay, der bringt gar nichts.
Ich hätte nicht gedacht, dass der Dicke auch zoomt. Ah, ich hab. Jetzt diesmal wurde ich reingeleckt. Ja, ja, ja. Die ganzen From-Software-Probleme haben auch schon in Dark Souls 1 existiert. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Habe ich mich oft genug drüber aufgeregt. Irgendwann reicht's. Kannst du aufhören, bitte? Mit deinem Brutzler. Bin ich so der Brutzler-Freund. Ach, diesmal hat's geklappt. Mist. Natürlich. Gleich nochmal hinterher. Ja, ja. Nein, ich hab gedrückt. Ah. Brutzler, das ist eine Wurst, ich weiß. Ja, Pat, ich weiß doch Bescheid, dass das eine Wurst ist. Umso besser. Weil er ist nämlich auch eine Wurst. Nee, ach, Magnet in meinem Hintern. Der gigantische Neodym-Magnet. Neodym? 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 In meinem Arsch. Zieht die Waffen des Gegners viel zu sehr in meine Richtung. Na, ich hab gedrückt. Nee! Nein! Ich hatte doch noch 4 Flakons. Und ich hab doch gedrückt. Warum kam das nicht an? Oh, es lief so gut. Warum ist das nicht beim Spiel angekommen? Verdammt. Oh, ist das ärgerlich. Mit 10 Flakons in den Ornsteinkampf reingegangen, ey. Das war richtig nice. Schade. Schade, schade, schade. Ah. Er ist irgendwo rechts von mir. Ah, er flitzt. Ach, scheiße. Ich bin echt kein Freund von der Flitzerei. Genau die, Tilo, genau die beiden sind das. Sie haben mich ja heute schon wieder ein bisschen geärgert. Hey, da kommt er schon wieder.
und sticht durch seinen Kumpel durch. Naja, wobei, nee, er ist einfach random irgendwie. Na, ho, ha, ho, 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 da war ich lucky. Da war ich so lucky. Oh Gott. Die sollten kein Problem mehr darstellen. Ach, das... Ah, sieht das Spiel ein bisschen anders. Nein, er springt, anstatt zu rollen. So, Nummer 1. Und der zweite Streich folgt sogleich. Die Schulschläger. Ah nee, das war ja dumm. Hä? So dumm ist es gar nicht. Oder? 56 Damage? Was habe ich mit dem Schwert gemacht? Auch 56? Hä? Es kommt exakt aufs Gleiche drauf raus. Hä? Kann das sein? Das ist ja wild. Dann kann ich auch beim Speer bleiben. Mit dem kann ich schneller zustechen. Lol. Oh, ach, der Neodym-Magnet in meinem Hintern. Warum? Scheiße. Warum macht dieses Schwert genauso viel Damage wie dieser Speer? Kann mir das einer erklären? Kann mir kurz einer erklären, warum ich dem nur 56 Schaden mache? Mit dem Schwert hier? Physisch 200. Und der Blitzspeer hat physisch 166 und Blitz 166. Da würde ich verstehen, dass der weniger macht, weil der ja vielleicht Blitzresistenz hat. Dann müsste aber rein von der Mathematik her dieses Schwert mehr Schaden bei ihm machen. Seltsam. Sehr sehr seltsam. YouTube. In der nächsten Folge fallen sie bestimmt. Sie sind nicht mehr so hart. Ich kenne das Pattern und so weiter. Und danach gibt's wieder Invasionen. Also, schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.